Es soll demonstriert werden, wie Modellgrößen geschrieben werden können. Wir wollen die Sollwertvorgabe für die Geschwindigkeit aufprägen. Zunächst 40 km/h und danach 80 km/h. Nach jeder Vorgabe soll 100 Sekunden simuliert werden. Wir führen den Testfall aus und starten damit gleichzeitig die Simulation. Wir sehen auch die Instrumentierung am ersten Eingang des Hybrid-Vehicle-Blockes. Der Testfall wurde ausgeführt und wir sehen im Scope von Simulink, dass die Vorgaben auch im Modell übernommen wurden.